Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. So, und wir wollen jetzt den Zaubertrank, den Donner, wie heißt er? Das Donnergebräu machen. Dauert auch nur 30 Sekunden. Und dann müssen wir kurz zum Zaubertrank-Abteil. Da muss ich aber mal auf der Map gucken, wo das war. Das war hier. Bibliothek. Haupthalle. Unterrichtsraum Wahrsagen. Zaubertränke, da. Ja, können wir schnell reisen. Hätte ich auch Rechtsklick machen können. So sind wir zumindest gleich da. Und dann werden wir mal das Donnergebräu machen. Einmal trinken. Ist halt war gleich hier auch um die Ecke. Naja. Okay. Wo war nochmal unsers? Hier. So. Einmal das machen. Dauert 1 Minute 30. Alright. Schloss auf Stufe 1. Revelio. Alright. Ja, werden wir mal kurz warten. Ja, ganz kurz hier mal ein bisschen erkunden gehen. Ah, guck mal. Ah, hier ist sogar ein Schlüssel gerade dran. Na, ja, nice. Machen wir das so lange. Jetzt, komm. Blick rüber. Das war es. Das war ziemlich mittig sogar. Nice. Okay, nächste Hausmarke. Die muss ich auch mal wieder einsetzen. Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Dann können wir wieder hochgehen. Hatten wir hier hinten eigentlich noch was? Hatte ich hier schon mal geguckt? Hier war auch nichts mehr, okay. Ach, guck mal. Ist er ja. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Dürfte ich nach Ihrer Zeit als Auror fragen? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das scheint gefährlicher zu sein, als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen. Bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Alright, hier haben wir ein bisschen was über seine... Nicht Zukunft, sondern über seine Vergangenheit gelernt. Alright. Der geht ja eigentlich schnell. So, wir haben die Aufgabe fertig. Ah ne, nicht ganz. Wir müssen das Ganze ja auch noch einnehmen. Machen wir das mal. Ah ja, guck mal. Und dann donnert sie um mich. Und dann kriegen meine Gegner Schaden. Ein nicer Storm. Hält auch relativ lange an, ne? Okay. Dann warten wir mal, bis fertig ist. Und dann haben wir nämlich die Aufgabe geschafft.
So. Professor Sharp, ich hätte eine Frage zu meinen Zusatzaufgaben. Professor Weasley bat mich, Ihnen Aufgaben zu geben, um Ihre Ausbildung zu beschleunigen. Das ist schon alles. Wenn Sie sie abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Defindo beibringen kann. Aber noch abgeschlossen, oder? Gegen Gegner, oh mein Gott, ich bin ja lost. Gegen Gegner soll ich den, jetzt brauche ich das nochmal. Och nö. Och nö, ich hab's verkackt. Gegen Gegner soll ich das testen. Oh no, das war ja richtig lost von mir. Okay. Dann müssen wir nochmal hier hin. Wir müssen halt gegen Gegner testen. Ach Leute, das war ja richtig lost. Oh man, oh man, ja. Deswegen immer die Aufgabenstellung richtig lesen. Nach Hogsmeade. Immer die Aufgabenstellung richtig lesen. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Ich bräuchte einmal diesen Schädel hier. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. See you later. Und von dir bräuchte ich einmal nochmal diese Pflanze. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale... So. Jawohl, okay. Karte. Karte von Hogwarts. Zack. Zack, dahin. Dann werden wir den brauen, dann werden wir zu Gegnern gehen und dann werde ich den ausprobieren. Boah, nervig. Okay, das hier einmal, 1 Minute 30. Alrighty, wir gucken uns so lange nochmal um ein bisschen. So, hier waren wir ja schon. Revelio. Hier noch ein Schlüssel. Wo soll denn hier noch ein Schlüssel sein? Hier habe ich aber auch geringe FPS, ey. Junge, Junge, Junge. Muss ja hier noch ein Schlüssel sein. Ah, hier war ich ja schon mal, stimmt. Hier war ich ja schon mal. Aber hier wird ja nicht der Schlüssel sein. Vielleicht eher auf der Seite. Über mir sind Truhen. Schauen wir mal hier hin. Aber hier geht es nur in die Richtung. Ich will ja eher in die Richtung. Naja, die Minute 30 wird schon um sein. Wir werden mal wieder zurück. Wenn ich den Weg noch finde, aber eigentlich sollte ich ihn noch wissen. Hier runter zur großen Tür. Dann hier durch. Ja, ja, genau. So. Einsammeln. Map. Weltkarte. Wir gehen hier hin. Da haben wir nämlich Gegner in der Nähe. Und dann können wir das Donnergebräu einmal austesten. Und dann werden wir zurück. Und dann haben wir die Mission auch geschafft. Mein Gott. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Drei. Was gibt's?
Suchen wir uns mal Gegner irgendwo. Zack, da haben wir Gegner und dann nutzen wir das Ganze nochmal. Sieht interessant aus. Und gehen hier mal rein. Ja. Nice. Okay. Und hier sammeln wir mal das Fell ein. Eine Prüfung Merlins? Ja, kann sein. Eine Prüfung Merlins. Lidioso. Akio. Haben wir alle? Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Nice. Haben wir. Nice, cool. Okay, die haben wir geschafft. Die war relativ einfach. Und die Aufgabe haben wir auch geschafft mit dem Donnergebräu, nachdem ich es ja einmal verkackt habe. Jetzt müssen wir wieder zurück zu dem, würde ich mal sagen. Ja, kehre zurück, okay. Dann einmal hierhin, einmal hierhin. Und dann erlernen wir mal den neuen Zauberspruch. Accio, Delioso, Incendio. Nice. Haben Hello. Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ich find's nice, dass auch hier in dem Spiel die Untertitel wirklich genau den Text wiedergeben, der auch gesprochen wird. Manchmal ist das ja ein bisschen unterschiedlich, da werden Wörter dann noch hinzugefügt oder halt weggelassen. Aber das finde ich ganz nice, dass das eben nicht so ist. Das hat mich immer getriggert in Spielen, in denen das so war. Alles ist perfekt gelaufen, Professor. Ja, Sir, so. Natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Okay, los geht's. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie nochmal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Um Ihrer selbst und aller anderen willen. Nice, wir haben Defindo gelernt. Und Defindo war ja dieser Cut-Zauber, glaube ich. Fügt Objekten und Gegnern aus der Ferne einen Hieb zu und verursacht beträchtlichen Schaden. Jo. Alrighty. Defindo! Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Impulso!
Levioso! Ja, und das reduziert den Cooldown tatsächlich jetzt. Sind immer so kleine Sprünge. Nice. Okay, gut, haben wir das geschafft. Sehr schön, doch noch. Dachte schon, das verkacken war. Nochmal verkacken hätten wir es nicht dürfen, weil dann hätten wir, glaube ich, die Zutaten nicht mehr bekommen. Der Raum der Wünsche oder im Schatten der Krypta? Sebastian. Mit Sebastian ein Fluch. Machen wir erstmal den Raum der Wünsche. Da lernen wir einen Beschwörungszauber, Evanesco und Zauberanweisung für Beschwörungen. Machen wir das Ganze mal. Professor Weasley hat mich gebeten, sie zu treffen. Das Ganze werden wir machen. Schauen wir mal, wo sie ist. Erstmal gucken wir mal hier rein. Wir haben das hier abgeschlossen und das hier abgeschlossen. Ausrüstungseigenschaft, Rezeptbelohnung. Aha. Okay. Prüfung Merlins, Inventarplatzerweiterung. Oh, cool. Okay. Nice one. Oh, wir hatten noch was. Da war noch irgendwas. Achso, das Neue hier. Ausrüstungseigenschaft, Rezeptbelohnung, was auch immer das ist. Hm. Was auch immer das ist. Alright, wo müssen wir sie denn treffen? Da über uns. Aber relativ dicht dran. So, lass mich in den Innenhof. Alright, und jetzt nach oben. Du hast maßgeblich zu Dankensruf beigetragen. Diese geile Mucke hier finde ich total nice. Schön klassisch. So, hoch mit dir. Hatten wir hier schon ein Video so gemacht, ja. Dieser Weasley sollte besser in Verwandlung sein. Okay, hier geht's hoch. Da ist hier aber auch alles verzweigt. Revelio. So, ja, nächste Aufgabe, let's go. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Richtiger Charmeur. Sind wir. Nice one. Keine Ahnung, wie wir die Tür da jetzt gefunden haben. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein.
Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Ah, auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Ah. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Einfach einen Kackehaufen gemalt. Zack, 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 zack. Und nach oben. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf. Ja, ja, Ivanesco, blablabla. Ausgezeichnet. Was? Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Revelio. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Die und ihr Merlin. Was haben wir denn hier? Ist das, Herrje, meine alte Schultasche? Ich habe mich immer gewundert, ah, wo sie hin. Ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst. Ja, Professor. T. Aha. Klingt ja fast wie ein Liebesbrief. Revelio. Können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Ja, ja, ja. Revelio. Ach so, warte mal. Akio. Hui. Revelio. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Revelio. Was für Eindringling. Bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Welches Ding? What the heck? Nice. Revelio. Musste dringend mal gemacht werden. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Ja, bück dich mal ein bisschen. Mein Gott. Hab dich nicht so. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Revelio. Impulse. Wir müssen nochmal Depulsion. Oder wir müssen Akion. Noch Akion. Akion. Revelio. Okay. Akio. Hier rüberklettern irgendwie? Defendo. Ah.
Akio. Nicht rüberklettern? Doch, irgendwie kann man hier rüberklettern. Irgendwas kann man hier machen, dass man hier rüberklettern kann. Impulso! Incendio! Levioso! Ah, warte mal. Stimmt. Und das hier aber Levioso. Die Truhe unter mir, oder? Akio. So. Nee, hier kann man nicht rüber. Kann man hier rüber? Wie kann man da rüber? Das ist jetzt die Frage. Also man kann auf jeden Fall, ne, wir können auf jeden Fall das machen. So. Hätte ich eigentlich gedacht, man kann hier rüberspringen, aber geht leider nicht. Warte mal. Kann man hier Reparo machen? Reparo. Nee. Wie komme ich da rein? Schauen wir uns erstmal weiter um, vielleicht finden wir noch einen anderen Weg. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Weil ich glaube, das ist der einzige Weg. Nee, warte mal. Das ist der einzige Weg. Irgendwie, wir müssen doch da rein finden. So. Levioso. Levioso. Und jetzt hier rüber, geht das? Wie komme ich hier rüber? Das macht doch Sinn, dass man hier rüberkommt, oder? Defendo. Ich will diese Truhe haben. Aber vielleicht komme ich hier einfach noch nicht rüber. Vielleicht habe ich noch nicht den richtigen Zauberspruch. Scheint, als hätte ich nicht den richtigen Zauberspruch. Ich hätte gedacht, das kann man schaffen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt Hogwarts Legacy. Und mit dieser ganz entspannten Musik wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.